Er war übermüdet nach fast 24 Stunden hinterm Steuer. Der Unfallfahrer auf der A21 merkte zu spät, dass der Kleinlaster vor ihm viel langsamer fuhr. Für einen Bauarbeiter aus Mecklenburg-Vorpommern kam jede Hilfe zu spät. Seine drei Kollegen wurden schwer verletzt. Der Wettbewerb unter den Spediteuren endete heute tödlich. Die Polizei hat den Führerschein des Unfallfahrers beschlagnahmt. Sein Chef soll in den kommenden Tagen vernommen werden. Wegen der Bergungsarbeiten war die A21 Richtung Norden 4 Stunden lang gesperrt, die Umleitung durch Bad Oldesloe völlig überlastet.